Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Varo Mini. Ich bin jetzt wieder, habe jetzt in der letzten Folge ein bisschen gestrippt, meint einfach, um vielleicht noch ein, zwei Diamanten zu finden, mir in der Mannschaft schwer zu machen und vielleicht irgendwo auf dem Weg eine Kuh zu finden. Vielleicht habe ich ja irgendwann Glück, aber ganz ehrlich, 5 Folgen Kühe farmen und nichts finden ist so langweilig, deswegen mache ich jetzt mal was anderes Langweiliges, nämlich Strip Mine. Und ich gehe jetzt mal auf den Server 3, 2, 1, go! In der Hoffnung, dass ich hier alleine bleibe die Zeit. Ja, jetzt kann ich mich schon nicht mehr bewegen. Ich schaue kurz in mein Inventar. Ich habe noch jede Menge Pfeile. Fäden sieht auch gut aus. Zuckerrohr, die Karotte, die könnte ich mal anbauen. Obwohl jetzt gerade brauche ich sowieso nicht so viel. Ich habe ja noch, oh, ich habe hier noch ziemlich viel Bruchstein. Den kann ich auf jeden Fall, den sammle ich gerade automatisch ein. Gehört dazu. So, ich warte darauf, dass ich hier raus kann, damit ich hier ganz in Ruhe Strip minen kann. Das wäre was Feines. Da, los geht's. Jetzt geht's. Okay, hatte ich hier jetzt schon? Ja, hier hatte ich. Jetzt wollte ich mich noch kurz in die Richtung bauen. Einfach mal kurz hier lang bauen. Hier müsste jeden Moment die World Border auftauchen. Theoretisch. Also wirklich rein theoretisch. Okay, hier. Oh, hier ist schon mal Redstone, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal... Ja, ist ja dieser Aberglaube, dass Redstone... Oh, dafür brauche ich eine Eisenspitzhacke. Ah, die muss ich jetzt mal ganz fix basteln. Ah, ein bisschen Holz. Für Sticks, 1, 2. Weg damit, 2, 3 Eisen. Schwupp. Und jetzt würde ich die gerne aufnehmen und dafür schmeiße ich den Bruchstein weg. So, ist egal, wenn das despawnt. Denn das Redstone nehme ich eben mit. Man, das könnte ich eigentlich ausmachen. Echt, da ist wieder die falsche Pickaxe. Komm mal her, du Eisenpickaxe. Du kommst weg. Schwupp. Okay, jetzt wieder die Steinpickaxe. Mit der Steinpickaxe weitermachen. War jetzt nur ein Redstone? Das ist aber auch ungewöhnlich. So ein bisschen. Ungewöhnlich ist es schon. Hier ist Kohle. Und der habe ich auch noch nicht genug. Fackeln sowieso nicht. Also ich bin ja absolut arm, was diese Sachen angeht. Naja. So. Fackelchen. Machen wir hier noch ein bisschen weiter. Bei den Bruchstein kriege ich echt genug. Andesit haben wir noch. Ist es Andesit? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube schon, dass es Andesit ist. Also. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich sollte auf jeden Fall zusehen, dass ich Ende dieser Folge hier wieder verschwinde. Also ich sage mal so, bis die Facecam. Ah, hier ist die World Border. Ich hatte gerade mich gerade ein bisschen erschrocken. Gut. Dann hier nochmal ganz fix aufgraben, in der Hoffnung, dass ich hier was finde. Einmal bitte hier. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Glück, ein ganz kleines bisschen Glück. Das wäre doch was Schönes. Da ist nichts. Hier ist nochmal Redstone. Und sonst nichts. Das Redstone packe ich mir mal kurz. Nö, hier ist sonst nichts. Weiter geht's. Ah, falsche Pickaxe. Diese bitte. Die Kohle, die kann ich ja so abbauen. Das ist ja echt kein Problem. Und ich kriege noch ein paar Level dazu, falls ich denn irgendwann mal Leder finde. Hohoho. Kann ich mir die Level mitnehmen? Kann ich mir das schön verzaubern? Ich sage, ich habe 26 Level. Ich könnte damit mein komplettes Equip dreimal verzaubern. Aber nein, ich finde kein Leder. Dementsprechend bringt mir das Ganze, bringt mir die ganzen Level gar nichts. Ach, ist das ätzend. Ja, und ich wette auch, dass ich keine Diamanten finden werde. Da verwette ich meinen Hut drauf irgendwie. So habe ich das so im Urin. Ihr merkt schon, etwas pessimistische Einstellung momentan. Ich kann es nicht ändern. Es ist so das Gefühl. Aktuell. Ja, keine Kühe. Oh, Redstone. Dieses Gerücht, dass Redstone Indikator dafür ist, dass da irgendwas anderes in der Nähe ist, hält sich ja echt vehement, ne? Ich grabe jetzt hier nochmal weiter. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass da wirklich was dran sein sollte. Man sieht es irgendwie... Es ist halt eine Hoffnung, die... Sei sie auch unsinnig, es ist einfach die Hoffnung, dass da etwas sein könnte, nicht wahr? So, da ist nichts mehr, dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Einfach mal Strip Mine. Ist doch mal was anderes, als die ganze Zeit durch die Welt rennen und Kühe zu fahren, ne? Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, die eine Folge, die war ja echt spannend, als ich da fast tot gefallen bin, ey. Ich glaube nicht, dass irgendeiner drauf reingefallen ist, als ich dann dieses reingeschnitten habe von wegen, oh, ich bin gestorben, huhu. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da auf jemand reingefallen ist, weil es echt schlecht geschnitten war. Aber naja, vielleicht hat es den einen oder anderen Spaß gemacht, sich die Folge anzusehen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass es Spaß macht, das Ganze zu gucken. Da ist nichts.
Das Highlight wäre jetzt, oder das i-Tüpfelchen für mich wäre jetzt echt, wenn ich jetzt noch übersehen würde, dass hier irgendwo Diamanten sind. Das wäre so das i-Tüpfelchen auf dem i. Das wäre es jetzt echt. So, hier ist nichts mehr. Dann grabe ich mich jetzt mal in die Richtung. Noch ein bisschen weiter. Ah, jetzt ist gerade das Ding kaputt gegangen. Okay, hatte ich nicht Sticks? Da sind die Sticks, perfekt. 1, 2. So, Pickaxe. Danke. Einfach mal hier rein. Dann mache ich jetzt hier noch einen Gang, in dem ich ein bisschen rumgraben kann. Entferne ich mich mal ein bisschen von dem, wo Marder gefarmt hat. Ah, hier ist so ein bisschen Eisen. Eisen brauche ich momentan aber nicht so viel. Ich habe noch eigentlich genug. Da ist ein bisschen Kohle. Ich muss echt auf die Uhr achten. Ich muss mich hier morgen in dieser Folge auf jeden Fall noch verziehen. Das ist sonst ein bisschen gefährlich. Ich habe jetzt 6 Minuten. Es ist immer ein bisschen blöd, dass ich mich dann so zur Facecam vorbeugen muss. Aber es ist. Man sieht es so schlecht. Ich könnte mir natürlich einfach mal einen Timer vernünftig stellen, aber das vergesse ich einfach immer. Nein, ich kann das Ding nicht dahin setzen. Komm, noch ein bisschen weiter. Einfach, weil es Spaß macht. Die Höhle hat Marder ja schon abgesucht, dementsprechend lohnt es sich nicht wirklich, da noch weiterzumachen. Es wurde auch schon gesagt, hey Andrea, geh doch mal ein bisschen höher und such da nach Diamanten, das ist wesentlich wahrscheinlicher. Ja, das... Aber wie gesagt, was davon wirklich stimmt, das ist immer eine ganz andere Frage. So, hier hinten fange ich an. Grab mich nach vorne durch. Ist immer die Frage, was ist davon wirklich realistisch? Was ist da die Wahrheit? Ich glaube nicht, dass es da eine richtige Wahrheit gibt beim Strip Mine. Wo es denn ist, ja klar, es gibt Wahrscheinlichkeiten. Aber ob das jetzt immer alles richtig ist, das ist die große Frage. Ja, erfolgloses Strip Mine hier. Das ist echt blöd. Ich finde aber auch echt, ehrlich gesagt, keine unangebrochene Höhle gerade, wo es sich richtig lohnt, da zu suchen. Kohle, ja. Kohlenlevel. Das ist super, dass ich hier noch Level finde. Das ist richtig super. Weil ich die ja so gut gebrauchen kann. Denn ich würde ja... Ich kann ja echt gut verzaubern hier gerade. Dementsprechend. Ich werd echt so zickig gerade, merke ich. Ich werde richtig zickig. Das ist eigentlich überhaupt, das doch ist absolut meine Art. Ich werde immer zickig. Naja, nehmen wir es hier mit für die Level. Vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal ein bisschen Glück. Weiß man ja nicht. So, aber sonst ist hier nichts. Nee, hier ist gar nichts. Naja, schade, schade. Hier soll ich auf der Seite nochmal weitermachen. Da hier einmal reingraben. Her. Man sagt auch, in jedem Chunk gibt es nur einmal Diamanten. Ist auch so die große Frage. Vielleicht habe ich da einfach immer die falsche Taktik gewählt und dementsprechend finden wir hier keine Diamanten. Mit Dive, das war ja auch schon echt immer ein Krampf. Wir haben keine Diamanten gefunden. Das war. Ich ehrlich gesagt vermisse ich Dive. Ich vermisse jemanden, mit dem ich hier sprechen kann. Das wäre echt was Schönes. Auf der anderen Seite, andere finden tonnenweise Diamanten. Also, irgendwas mache ich doch falsch. Tages was. Okay, hier ist gerade ein Zombie gespawnt. So, ich nehme es mit. Anderen spielen den Level. Natürlich mit den Leveln, wegen nichts anderem. Komm mal her. Einfach alles mitnehmen. Aber ehrlich gesagt, das bringt hier gerade wieder nichts. Ich finde keine Diamanten. Dementsprechend werde ich mich hier gleich auf den Rückweg machen. Ja, ist langsam Zeit hier. Okay, ich nehme jetzt noch hier ein bisschen. Das hier nehme ich noch kurz auseinander, allein schon wegen den Level, falls ich tatsächlich Leder finden sollte. Das wäre echt cool, wenn ich Leder finden sollte. Verlassen kann ich mich darauf nicht. Naja, so, hier ist aber jetzt mal nichts. Bis dahin habe ich gemeint, dann gehe ich hier nochmal rein. Mach noch ein bisschen diese Pickaxe kaputt, weil es so viel Spaß macht. So, da ist nichts. Auf der anderen Seite... Komme ich auch gleich hin. Ja, jetzt komme ich schon dahin, wo ich vorher war. Hier noch einmal rein und dann verschwinde ich hier. Ja, hier ist nichts, aber auch gar nichts. Gut, das ist dann nur mein Stichwort. Ich hau hier ab. Gebracht hat es nichts. Wie so oft. So, raus hier und ab nach oben. Ab nach oben. Ist gerade Nacht oder Tag. Ich lege mich immer kurz ins Bett, dann werde ich sehen. Einmal noch. Wow, Zombie. Komm mal hier, Zombie. Stirb mal kurz. Stirb wie ein Zombie. Ne?
So, dann wird sich ein Tisch hin, dann kann nichts passieren. Das Bett. Okay. Schlafen. Kann ich gerade schlafen? Ich kann gerade schlafen. Okay, also es ist anscheinend tatsächlich Nacht. Da bin ich wieder. Kann man hier. Die Kohle kann ich wegwerfen. Das Bett eingesammelt. Da ist der Ausgang. So. Auf geht's nach oben. Jetzt ist wieder Tag. Jetzt sieht man's auch. Was essen? Hier kommt kein Zombie. Das ist gut. Die Zombie Brain kann ich auch hier lassen. Kann man hier Zombie Brain weg mit dir. Bisschen Platz im Inventar ist nie schlecht. Ich lege mir nochmal den Wassereimer hier rein. Just in case. So, falls dann irgendwas schief geht, habe ich den Wassereimer wenigstens zur Hand. Ich habe 53 Fackeln, das reicht, glaube ich, bis zum Ende des Projekts. Vermutlich. Und dann laufe ich noch ein bisschen durch die Gegend, gucke, ob ich irgendwas finde. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. So, und Kuh. Irgendwo eine Kuh? Vielleicht? Nein, Jan. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß es nicht. Hier irgendwo Kuh oder so? Hier ist nirgendwo was. Nee. Okay, dann laufe ich jetzt noch ein bisschen an der World Border entlang, in der Hoffnung, was zu finden. Ja, wieder eine unproduktive Folge. Wie könnte es anders sein? Den Bogen gucke ich mir hier mal rein. Wow. Oh, was machst du hier draußen? Du solltest eigentlich tot sein. Die lasse ich mal. Den Fall nehme ich mit. Die habe ich jetzt eingesammelt? Was habe ich jetzt eingesammelt? Huh? Keine Ahnung. Egal. Da geht's. Wo ist mein Goldapfel? Da, den packe ich mir hier hin. Okay. Falls es zu einem Kampf kommt, ich bin bereit. Semi-bereit. Bisschen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Naja, dann kann ich mich gleich ganz darüber einbauen, wenn ich hier weg bin. Kann man hier hüpfen und hier hin. Schnell weg hier. Einfach mal weglaufen, auf eine Kuh hoffen und dann ganz schnell glücklich werden, falls ich eine Kuh finde. Denn dann wäre mein Inventar auch aufgeräumt. Das würde so viele Probleme lösen, wenn ich eine Kuh finden würde. Problem ist wirklich, die haben hier keinen Platz zum Spawnen. Klar, die Hühner, die können auf dem Wasser spawnen, aber die Kühe, die haben hier null Platz zum Spawnen. Hier in dem ganzen Wald, wo soll da eine Kuh spawnen? Das sagt mir doch mal einer. Das hier kann keine Kuh spawnen, dementsprechend. Oh, ist da schon wieder World Border. Ja, hier kann keine Kuh spawnen. Das ist natürlich ganz toll, dass ich jetzt hier gerade hier rumlaufe. Deshalb, ich sollte wieder auf die Plains gehen und danach Kühen suchen. Naja, ich wechsle mich jetzt einfach ab. Ich strip meine mal, dann suche ich nach Kühen. Und irgendwann werde ich mir aus diesen blöden Diamanten, die ich da noch habe, ein Diamantschwert craften und mich meinem Schicksal ergeben, gegen irgendwen kämpfen und glücklich sein. Während die anderen hier gerade ganz fleißig verzaubern und immer weiterkommen und ich nicht. Und das ist, ihr merkt schon, ich werde zickig. Ich werde ganz zickig. So, hier rum. Hier runter. So, hüpf. Einmal ins Wasser. Kuh. Eventuell eine Kuh. Hallo? Eine Kuh? Was sagt ihr dazu? Eine Kuh? Hier irgendwo. Ist da eine? Nö, hier ist keine. Marder hat noch erzählt, er hat hier irgendwo was versteckt. So, hier irgendwo muss doch noch eine Kuh sein, oder? Nein, da ist nichts. Das ist eigentlich ein bisschen Zuckerrohr. Wo gehe ich hin? Ich gehe in die Richtung. Einfach mal. Hier kann ich besser entlang. Muss ich nicht ganz so weit schwimmen. Ich jetzt natürlich im Wasser. Wenn die Zeit im Wasser abläuft, habe ich echt ein Problem. Gut, dann. Das wäre echt scheiße. So, hier durch. Schnell, 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 schnell. Die Zeit habe ich noch. Oh, nee, die Zeit ist gleich vorbei. Ich muss mich gleich eingraben. Das wird gefährlich. Ich muss auf jeden Fall noch auf die andere Seite kommen. Oh, schneller, schneller. Gleich werde ich rausgelockt. Komm schon. Komm. Schneller. Mach schneller. Und gib mir eine Kuh. Wahrscheinlich sehe ich gleich eine Kuh und dann ist die Zeit vorbei und dann habe ich ein Problem. Hüpf. Hier irgendwo eine Kuh vielleicht. Kuh oder Hase. Hase wäre auch was Feines. Eine Hase wäre was ganz. Ist ein Schaf. Ich hatte gerade gedacht, das wäre eine Kuh. Nö, ist ein Schaf. Ein Schaf, natürlich. Hier ist wieder nichts. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie keine Kuh. Dementsprechend bringt das alles nichts, das ist wieder eine Höhle. Die hilft mir aber auch nicht wirklich. So, jetzt bin ich hier so ein bisschen in den Plains, aber Tiere sind hier auch nicht wirklich. Hier geht es nochmal runter in eine Höhle. Ich meine, Höhlen habe ich hier echt richtig geile gefunden, das muss ich ja mal dazu sagen. Ne? Apropos, da, eine Kuh! Ich glaube es nicht. Bitte drop Leder, bitte drop Leder, bitte drop. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Jetzt droppt die kein Leder.
Leck mir die Füße, ich habe auch so nicht eingesammelt. Nee. Die jobbt kein Leder. Natürlich, die jobbt kein Leder. Andere töten Kühe und finden zwei Leder. Ich töte eine Kuh und das Spiel. Jetzt ist es amtlich. Das Spiel mobbt mich. Es ist amtlich. Ich glaube, jetzt spätestens kann ich wirklich sagen, das Spiel mobbt mich. Ich stürze mich mal genüsslich in den Tod. Nein, das werde ich natürlich nicht machen. Niemals. Ich werde mich nicht mit Absicht irgendwo umbringen. Das wäre. Hier das 30 Sekunden verbleibend. Okay, schnell mal hier irgendwo runterbauen. Hier runter. Komm mal hier. Rein hier. Hier in den Berg rein. Falsches Ding. Da. Ja, ich habe eine Kuh gefunden. Super. Hat nur kein Leder gedroppt. Okay, wo ist der Stein? Bruchstein weg. Einmal hier zu. Danke. Etwas Licht für mich. 5, 4, 3, 2, 1. Kein Leder. Kein Leder. Tja, Arschkarte. Vorne sitzen wurde Remote Host geschlossen. Ja. Ja, das war's dann schon wieder mit Let's Play Warum Bin. Ich habe eine Kuh gefunden, hat nur leider kein Leder gedroppt. Tja, so kann's gehen. Das Spiel mobbt mich, ist es offiziell. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Let's Play Warum Bin. Bis dahin, ciao.